Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, für ein System der kooperativen Sicherheit in Europa hat Bundesaußenminister Genscher in Potsdam geworben. Er sprach dort auf einer Konferenz von 180 Politikern und Wissenschaftlern aus den USA und der Sowjetunion. Es war zugleich seine erste Rede als Außenminister in der DDR. Genscher nutzte den Besuch in Potsdam auch zu einem Meinungsaustausch mit DDR-Außenminister Fischer. Das angesprochene Sicherheitssystem lässt sich nach seinen Worten nur schrittweise auf dem Weg vertrauensbildender Maßnahmen erreichen. Voraussetzung sei, dass jede Seite die Sicherheitsinteressen der anderen anerkenne. In Frankreich wird sich an diesem Sonntag entscheiden, ob die Sozialisten nach der Wiederwahl von Staatspräsident Mitterrand auch im Parlament die Mehrheit erobern können. Zweierlei ist ungewiss. Wie die Wähler auf die regionalen Wahlbündnisse des bürgerlichen Parteienlagers mit der rechtsextremen Nationalen Front reagieren werden und wie viele der 34% Nichtwähler aus dem ersten Wahlgang diesmal zur Wahlurne gehen. Bei der Stichwahl reicht die einfache Mehrheit. Iranische Kampfboote haben wieder mehrere Handelsschiffe angegriffen. In der Straße von Hormuz beschossen sie den unter deutscher Flagge fahrenden Frachter Dolagiri. Dabei kam ein Besatzungsmitglied, ein philippinischer Seemann, ums Leben. Das Schiff konnte seine Fahrt aber fortsetzen. Der britische Tanker Esso Demetia dagegen wurde vor dem saudischen Ölhafen Ras Tanura in Brand geschossen und musste Hilfe anfordern. Ein 10-stündiges Konzert internationaler Popgruppen in London erinnerte an das Schicksal von Nelson Mandela. Der jetzt 70-jährige Führer der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika wird seit über 25 Jahren gefangen gehalten. Das Konzert konnten nicht nur 72.000 Zuschauer im Wembley-Stadion, sondern auch ein Millionen-Fernseh- und Rundfunkpublikum in 60 Ländern, darunter in der Bundesrepublik, live miterleben. Am selben Tag demonstrierten in Amsterdam 30.000 Menschen für die Freilassung Mandelas und für ein Ende der Rassentrennungspolitik in Südafrika. Bei der Fußball-Europameisterschaft hat in der Gruppe 1 Spanien die Führung übernommen. Die spanische Mannschaft schlug in Hannover Dänemark mit 3:2 Toren und liegt damit vor der Bundesrepublik und Italien. Im Laufe des Tages beginnen die Spiele der Gruppe 2 mit den Begegnungen England und Irland in Stuttgart und Niederlande gegen Sowjetunion in Köln. Die Lottozahlen 26, 29, 31, 35, 36, 41. Die Zusatzzahl ist 13. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 5, 0, 7, 9, 3, 1, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 12. Juni. In der Mitte Deutschlands anfangs vielfach stark bewölkt und noch einzelne Niederschläge. Im Tagesverlauf, wie bereits im Norden, zunehmende Aufheiterungen und trocken. Im Süden starke Bewölkung und strichweise schauerartige Niederschläge, örtlich auch Gewitter. Tiefstwerte 9 bis 13 Grad. Höchstwerte zwischen 18 Grad im Norden und 25 Grad im Süden. An der Küste mäßiger Nordostwind, sonst von örtlichen Gewitterböen abgesehen meist schwachwindig. Die weiteren Aussichten: am Montag im Süden noch vielfach wolkig mit einzelnen Gewittern, sonst überwiegend heiter und trocken. Das waren unsere letzten Meldungen. Die Tagesschau sehen Sie wieder am Sonntagmittag mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten um 12.45 Uhr. Aphorismen von Gertrud von Lefort. Wir stehen heute, darüber kann sich kein offenes Auge täuschen, dem vollen Zusammenbruch der sogenannten bürgerlichen Moral gegenüber. Und es erweist sich, dass man diese weithin für die christliche gehalten hat. Nichts gegen die bürgerliche Moral, gut, es bedarf der Ordnung. Wir sagen lediglich, dass sie nicht mit der christlichen identisch ist. Jene ist die Moral der Gerechten im Reiche dieser Welt,
für die christliche Moral aber gilt das Wort von den Zöllnern und Sündern, die dem Reiche Gottes näher sind als sie. Der Christ steht immer auf verlorenem Posten. Und so ist es auch ganz in Ordnung. Auf verlorenem Posten stehen, das heißt dort stehen, wo auch Christus auf Erden stand. Gefährlich wird die Sache erst, wenn man als Christ die Fahne dieser Welt ergreift, um sich zu retten. Man kann nicht mit den Waffen dieser Welt für Christus kämpfen, sondern wenn man mit den Waffen dieser Welt kämpft, so erkämpft man die Welt. Die Welt überwinden kann man nur, wenn man die Welt überwindet. Wir stehen am Ende einer Entwicklung, für die es kein Vorwärtsschreiten mehr gibt, sondern nur noch eine Umkehr. Freilich keine Umkehr in ein Zurück der Dinge, sondern in jene tiefe Besinnung, die zur Voraussetzung des neuen Lebens wird. Die höchste Vernunft spricht nicht nur die Sprache des bloßen Verstandes, sondern sie spricht auch die Sprache ihrer Mutter, der Liebe, welche der Anfang aller Dinge ist und darum auch der Anfang aller Erkenntnis. Gute Nacht.